Tatsächlich habe ich einen Google Alert bekommen, dass mein Name irgendwo auftaucht und dann habe ich aufgeklickt, nichts ahnend. Und habe das dann bei nicht Deutschlandfunk oder so, habe ich das gelesen und ich dachte tatsächlich, es wäre ein Fehler, bis mir dann mein Agent schrieb und so und meinte, hey, herzlichen Glückwunsch. Die Häuser sind gerade noch zu. Wenn du für dein Extremsein ausgezeichnet wirst, muss dieses Extrem ja auch gerade irgendwo hin. Die Energie muss abgelassen werden. Wie bist du gerade kreativ? Da war er, wieder, ihr alles zerschmetternder Realismus. Dagegen half nur, mir meine eigene Welt zu erschaffen. So lief ich umher wie eine Romanfigur, die ich Stück für Stück in meinen Gedanken mit Leben füllte. Das war mein Schutzschild. Und jedes Mal, wenn ich meiner Mutter erzählte, worüber ich mich gerade sorgte, zückte sie verbal einen Dolch und erstach meine Gefühle mit einer nüchternen Bemerkung. Irgendwann behielt ich mein Innerstes einfach für mich, stopfte meine Emotionen in einen Sack und schluckte ihn runter. In den Tiefen meiner Seele kam er zum Erliegen. Als ich meine Eltern an diesem Abend reden hörte, war ich nicht überrascht. Nicht darüber, dass meine Mutter nicht verstehen konnte, wieso mich der Tod dieses Vogels, eine Ratte der Lüfte, wie sie abfällig sagte, überhaupt so beschäftigte. Und auch nicht, dass mein Vater einmal mehr ohne Widerworte gegenüber ihr blieb, die wie eine Gouvernante achtlos über jede Gefühlsregung bretterte. In jener Nacht wurde die Taube für mich zu einem Sinnbild kläglich gescheiterter Existenzen. Eine belanglose Gestalt, die in der Masse untergeht, unter Milliarden auf der Welt. Diese Banalität widerte mich an. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen und wollte sicherstellen, so sehr aufzufallen, dass ich niemals einfach derart ungesehen gehen könnte. Von da an lag ich oft wach und stellte mir vor, was wohl passieren würde, wenn mir etwas Ähnliches zustieß wie dem Vogel. Ich hätte so gern wissen wollen, wer kommen und nach mir sehen würde, wer um mich weinen, sich hingebungsvoll zu mir niederknien, so wie ich es getan hatte. Ich fragte mich auch, was meine Mutter sagen würde. Wahrscheinlich, jeder stirbt halt irgendwann. In diesem Moment würde ich dann die Augen öffnen, den Sargdeckel aufstoßen und ihr endlich die Worte ins Gesicht brüllen, die ich ihr so gerne längst gesagt hätte, dass niemand auf dieser Welt einfach nur jeder ist. Ich bin mir sicher, genau das hatte ihr auch mein Vater sagen wollen, bevor er ging. Da stand ich, war 9 Jahre alt und sah etwas, von dem mein Vater mir so oft schon erzählt hatte. Wenn Tauben sterben wollen, werfen sie sich vor ein fahrendes Auto. Immer wieder prophezeite er mir dieses Elend in sehr ernstem Tonfall. Und ich lauschte jedes Mal so gebannt, als hörte ich es zum ersten Mal. Dieses Debüt ist ganz, ganz besonders. Du wartest mit Überraschungen auf. Du hast einen Plot entwickelt, der mir ganz fremd ist und mich deshalb neugierig macht. Du hast Überraschungen. Als ich denn hörte, dass dieses Cover auch von dir ist, dachte ich, das kann es doch nicht sein. Du hast irgendwie auch Glück gehabt, vielleicht war es auch kein Glück, sondern es ist pures Können, dass du das Lektorat von dir überzeugt hast, was den Titel angeht. Taubenleben, auch da wurde überhaupt nicht gemosert, was eine absolute Seltenheit ist. Normalerweise wird darüber wahrscheinlich am häufigsten diskutiert, weil darüber verkauft sich ja auch ein Buch. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass nicht jeder jetzt vom Screen dein Buch schon kennt. Das heißt Taubenleben, es ist bei Blumenbach erschienen. Es ist ein Buch über Louise, wie wir gerade gehört haben, aber wir müssen sie natürlich erstmal vorstellen. Wer ist Louise, woher kommt sie und wann ist sie dir das erste Mal begegnet? Also Louise kommt nirgendwo her und es hat gar nicht so ein definiertes Alter. Ich habe diese demografischen Dinge bewusst rausgelassen, also dass jeder so ein bisschen was rauslesen kann, was er will. Aber wir können sie verorten vermutlich in einer Großstadt, Überraschung, irgendwo in ihren 20ern. Louis ist mir eigentlich begegnet als Kindfigur vor schon 5 Jahren oder so, ziemlich genau vor 5 Jahren. Und da habe ich mich gerade selbstständig gemacht als Journalistin und hatte nicht so viele Aufträge und war in so einem emotionalen
irgendwie einen komischen Moment. Und da hatte ich irgendwie den Mut, das erste Mal wirklich was Längeres aufs Papier zu bringen, was Fiktion war. Und seitdem lag es in der Schublade. Ich habe es nie jemandem gezeigt. Lois ist die ganze Zeit am Rennen. Sie ist eine Getriebene. Sie sucht nach Antworten und eins sei verraten. Eine Antwort lässt lange auf sich warten, Minimum 3 Tage. Abgesehen von dieser einzigen Antwort, die maßgeblich und ganz drängend ist, was treibt sie an? Ich glaube, am Ende treibt sie an, der eigenen Bedeutungslosigkeit zu entkommen. Und diese Bedeutungslosigkeit, die sucht sie erstmal überall, glaube ich. Also in der eigenen Familie, dann irgendwie in ihrem Freundeskreis und in ihrer Partnerschaft, die sie ja dann auch beendet, sie dann zu bekämpfen auf eine Art. Und ich glaube, das macht sie relativ subtil, indem sie die Dinge versucht zu verstehen, so mehr oder weniger. Also das, woher sie kommt, warum ihre Mutter ist, wie sie war immer und auch immer noch ist, wieso ihr Vater so früh gegangen ist, woran ist er gestorben, wo fand ihre Kindheit statt, wo hat sie sich etabliert, wo hat sie sich etablieren müssen. Diese Enge dieser Siedlung ist zum Beispiel auch gar nichts, was auf den sozialen Aspekt heruntergebrochen werden sollte, sondern eher einfach diese Enge, ja, also wie du es eigentlich schon gesagt hast, auch die Enge einer Wohnung, dann ist man sich physisch ganz nah, wenn man muss, aber ist sich psychisch überhaupt nicht nah. Und ich glaube, das ist so diese Dialektik dazwischen, ist, glaube ich, ganz doll, was sie aufs Gemüt geschlagen hat. Und immer noch, sie geht ja dann auch ihre Mutter besuchen und fordert sie heraus sozusagen und stellt ihr Fragen, die sie ihr vorher nie gestellt hat. Wir haben heute als Lois Lilith Stangenberg da. Leider nur eine Couch, aber in Zeiten von Corona muss sowas ja möglich sein. Vielleicht habt ihr Lust auf einen schnellen Wechsel. Mensch, Lilith, schön, dass du da bist. Schön, dass es auch so unkompliziert mit diesem Wechsel auf die Couch geht. Lilith, ganz ehrlich, wir kriegen jedes Halbjahr ja etliche Bücher. Wir veranstalten wahnsinnig viel in den Geistesblüten. Und als ich dieses Buch in die Hand bekam, habe ich zu Marc gesagt, Marc, ich möchte dieses Buch veranstalten, was denkst du denn? Er hat kaum reingelesen, hat er gesagt, ja. Und was dann passiert ist, wir unterhalten uns über die Stimme. Und ganz ehrlich, du warst unsere erste Wahl und ich bin total stolz und glücklich, dass du gesagt hast, du bist auch heute Abend dabei, weil ja im Augenblick unsere Lesung verschoben ist. Aber ich denke darüber nach, warum es so ist, warum mir Lilith Stangenberg bei diesem Buch einfiel. Und es liegt sicherlich an den Rollen, mit denen du vielen bekannt bist. Bekannt wurdest du mit Wild, auch eine junge Frau gespielt, das ist eine IT-Spezialistin, die in der Einsamkeit lebt, auch in einer Hochhaussiedlung und sich mit einem Wolf anfreundet. Du hast im letzten Jahr eine Vampirgräfin gespielt im Blutsauger, was nahelegt, dass man vielleicht darauf aufpassen sollte, indem man sich verliebt. Und du hast lange Zeit an der Volksbühne gespielt. Und wir saßen in deiner Vorstellung als Lulu. Du hast Wedekinds Erdgeist verkörpert. Und Lulu ist natürlich das Paradebeispiel, wenn es um die Hin- und Hergerissenheit zwischen Begehren und Begehrtwerden geht. Findest du auch, dass es ein Hauptmotiv dieses Buchs ist? Und hast du dich gleich mit Lois identifiziert? Oder konntest du ihr glauben, ihr hinterherlaufen? Also ich sehe es tatsächlich auch so, dass das ein ganz wesentliches Thema von dieser Lois ist, diese Ambivalenz oder das Hin- und Hergerissensein, wie du sagst, zwischen Anhaftung und Ablehnung. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht sogar ein sehr zutiefst menschliches, altes Thema ist. Also, dass man sich immer wieder in dieses Spannungsverhältnis von Nähe und Distanz bringt. Und in dem Buch, oder wie es da beschrieben ist, kommt es mir vor, als wäre es manchmal wie so ein Spiegel unserer Zeit auch, also einem Zeitalter von Tinder oder wie heißt es, alle 11 Minuten kann man sich verlieben im Internet, wo es so viele Optionen immer gibt und man eigentlich von zu Hause aus so einer Komfortzone oder so einer Wohnung lieben kann, also indem man chattet und weiß ich nicht, über irgendwelche sozialen Netze das machen kann, aber wenig riskieren muss. Ihr habt vorhin so über diese Bedeutungsfrage gesprochen und da habe ich gedacht, für mich ist, das kennt man natürlich sehr gut, ne? Die Frage, die man sich immer wieder stellt nach der eigenen Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit und Endlichkeit.
Und trotzdem kommt es mir immer vor, als wäre das eigentlich eine Falle. Man darf da gar nicht erst reintappen, weil es führt wie eine Spirale ins Unglück. Also man muss dieser Falle immer wieder versuchen auszuweichen. Auch Luis, ich muss natürlich irgendwie im Kopf behalten, was du gerade gesagt hast. Und das ist auch großartig, weil du ganz viele Vorlagen für die nächste Frage eigentlich gibst. Luis ist auch in so einer Spirale. Und sie bricht aus dieser Spirale, beispielsweise mit ihrer besten Freundin Mirabelle. Die riskieren etwas, sie leben in einer Hochhaussiedlung, gehen sogar noch weiter nach oben. Und warum machen sie das? Um anderen Leuten beim Leben zuzugucken. Wir gucken dir, euch Schauspielern, du bist jetzt als Beispiel hier, natürlich wahnsinnig gern beim Spiel zu. Und du bist gerade ausgezeichnet worden mit dem Ulrich-Wildgruber-Preis für dein extremes Spiel. Wir können dir nicht zugucken im Augenblick. Die Häuser sind gerade noch zu. Wenn du für dein Extremsein ausgezeichnet wirst, muss dieses Extrem ja auch gerade irgendwo hin. Die Energie muss abgelassen werden. Wie bist du gerade kreativ? Na, was du sagst, stimmt schon, ne? Dass in dem Moment, wo man auf eine Bühne auftritt, nimmt es ja unmittelbaren Einfluss auf meinen Körper, auf meinen Blutdruck, auf mein Gehirn, auf mein Herz, auf... Und also nicht nur diese, weiß was ich, 800 Augenpaare oder was das dann sind, die einen anstarren, sondern vor allem auch so die Fragen, mit denen man sich beschäftigt oder die Gefühle, die man zu tragen hat in so einer Rolle. Und jetzt, wo das plötzlich so wegfällt und nicht mehr stattfinden kann, merke ich schon, dass das in die eigene Existenz ganz schön reinschlägt und ich dann teilweise so Momente von einer komischen, merkwürdigen Nervosität bei mir spüre und manchmal auch so eine Traurigkeit sich breit macht, die auf jeden Fall damit zu tun hat, dass ich nicht mehr spielen kann gerade. Also, dass mir dieser Ausdruck verwehrt ist. Und dann habe ich auch gemerkt, dass wenn man einmal diesen Schritt in die Kunst geht, das ist ja wie so ein Pakt auch, den man da eingegangen ist. Und dass man nichts tut, das ist gar nicht möglich, sondern man muss es irgendwie kanalisieren, also irgendeinen kreativen Ausdruck finden. Bei mir, ich weiß nicht, ich habe jetzt angefangen zu zeichnen und lese ganz viel, das ist, was ich mache. Aber so richtig weiß ich auch noch nicht, wohin damit. Ich freue mich total auf unsere Lesung. Ich möchte, dass sich die Welt da draußen bald wieder andersrum dreht und dass wir dich bald wieder hier haben. Jetzt ist Pauline noch da, du gibst uns nachher noch einen Buchtipp, aber vielleicht könnt ihr für den Moment nochmal tauschen. Ja. Ja, das ist ja wie ein zweiter Teil. Es gäbe jetzt wahrscheinlich eine Werbeeinspielung und dafür ist gar keine Zeit. Und ich finde auch, dass die Stimmung gerade so vibrierend ist. Das ist aber auch der Moment, als ich las, Papa ist nicht mehr da. Und trotzdem bleibt ihr Vater für sie immer übermächtig. Es ist so, als würde er pausenlos über ihre Schulter gucken. Warum ist das so? Ich habe das Gefühl, dass die allermeisten Menschen sich an einer Figur in ihrem Leben abarbeiten und diese Figur meistens die Projektion von sehr vielen anderen Dingen ist. Und bei Louis ist es eben der Vater, der wahrscheinlich auch diese Mystik um sich trägt, weil sie eben nicht weiß, wie er gestorben ist. Und sie immer das Gefühl hatte, gegen ihre Mutter, die eh schon unterkühlt war, immer schon wegen eines und so weiter, das findet man ja dann später raus, so eine Art Pakt auch mit ihm hatte und da so eine starke Bindung war. Und das glorifiziert sie dann halt auf eine Art und Weise, wie man es wahrscheinlich nur dann tut, wenn man vielleicht eben auch diese Person verliert und sich dann irgendwie nur noch an das Gute erinnern will und da nicht mehr so genau filtert. In der großen Fernsehsendung käme jetzt jemand mit einer Torte rein, beim Traumschiff kämen jetzt diese Wunderkerzen, weil gerade ist die Shortlist der Nominierten für den EU-Literaturpreis veröffentlicht worden. Es sind über 40 Nominierte, es gibt 5 Deutsche diesmal und du bist mit deinem Debüt dabei. Du bist eine Macherin, du hast alles im Griff, aber hast du das kommen sehen? Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich habe ich einen Google-Alert bekommen, dass mein Name irgendwo auftaucht und dann habe ich aufgeklickt, nichts ahnend. Und habe das dann bei, weiß ich nicht, Deutschlandfunk oder so, habe ich das gelesen und ich dachte tatsächlich, es wäre ein Fehler, bis mir dann mein Agent schrieb und so und meinte, hey, herzlichen Glückwunsch. Und er meinte, mit der Shortlist könne man auch schon hausieren gehen, unabhängig, ob man dann gewinnt oder nicht. Also, nee, ich bin auf jeden Fall, ich glaube, diese konservativen Schulterklopfer braucht man dann schon oder brauche ich dann schon, um irgendwie eine
ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es mir ginge, wenn das nicht passiert wäre, aber ich glaube, das ist schon so ein Marker, den man setzen kann. Aber war das einer der Momente, dass du gesagt hast, Gott sei Dank, Corona ist halt doch kein Monster Truck, mein Debüt lebt und nichts wurde überfahren? Ja, ich glaube, das war es auch zusätzlich. Also so, dass man irgendeine Wahrnehmung eben auch hat, ne? Weil man, natürlich sieht man dann in seiner Instagram-Bubble und dann sieht man irgendwie die und den und da postet jemand das Traumleben-Cover und man denkt so, ah, es wird gelesen. Aber das ist ja dann auch nur so ein Ausschnitt von einem riesengroßen anderen Weltberg. Und dann, ja, klar, es ist auf jeden Fall ein Gewahrwerden dessen, dass es, wie du sagst, lebt irgendwie. Ja. Und weil es ja auch tatsächlich so ist, dass alle Lesungen, die jetzt auch nicht stattgefunden haben, also ich war ja jetzt auf Lesereise, die werden eventuell im Herbst stattfinden, aber im nächsten Jahr wird es dann auch fast ein bisschen schwierig, weil ja dann einfach die ganzen Programme nachschieben. Ne? Also es ist ja, man wird ja auch alt irgendwie, auch wenn Bücher in den allermeisten Fällen gut altern können, aber für so Veranstaltungen ist das dann natürlich irgendwann, braucht man nicht mehr. Das ist schon ein bisschen schmerzhaft. Ich glaube, man muss gar nicht unterstreichen, dass du nicht deine Hauptfigur bist. Du bist Paulina, du bist nicht Louis. Nun ist es so, dass Louis die einzig wahre Wahrheit nicht erträgt. Sie kann nicht glauben, dass es nur die eine Wahrheit gibt. Du als Autorin schaffst eigene Wahrheiten. Wer hat denn von euch beiden recht? Heieiei. Also ich glaube irgendwie, ja, ich kann natürlich jetzt nur von mir als Autorin sprechen. Ich finde, eigentlich kann man, also ist ja das Schöne, aber sich eigentlich, damit schließt sich der Kreis vielleicht auch die erste Frage, dass man in der fiktiven Welt, die man erschafft, ja einfach Wahrheit etablieren kann, ohne zu überlegen, ob die jetzt Sinn machen oder stimmen oder sie irgendwer glaubt, weil man das einfach setzt. Und das ist eine wahnsinnig schöne Freiheit, die man hat. Und ich meine, ich habe natürlich auch zum Beispiel im Gegensatz zu Lilith als Schauspielerin auch die Möglichkeit, mich dann auch künstlerisch auszubreiten, nochmal anders und mir auch den Raum zu nehmen und auch so selbst herzustellen. Lilith meinte vorhin, ich habe eh schon so einen hermetisch abgeschlossenen Raum als schreibende Person und das ist auf jeden Fall dann meine Wahrheit in dem Fall. Ja. Ist die Wahrheit, dass ich wirklich dein Buch sehr, sehr gerne empfehle? Marc macht das genauso. Gibt es eins, was du uns empfiehlst? Und Lilith, komm doch gleich nochmal zu uns und würde mich freuen, wenn du uns auch ein Buch empfiehlst. Ich habe ein Buch mitgebracht, was ich vorher noch aus der Druckerei mit Kurier geschickt bekommen habe. Man sieht, es ist noch ungebunden. Tatsächlich erst am 11.05. im Handel erhältlich. Von Charlotte Kraft, ein Erzählband mit einem tollen Wendecover. Das heißt, man kann einmal so rumlesen und einmal so rum. 11 Erzählungen, die ja, sehr, sehr fantasiereich erzählt sind, von Schneekugeln erzählen, von Menschen in Höhlen, von wahnsinnig vielen einfach. Also eine tosende Fantasie hat diese Autorin. Es ist ihr Debüt und es erscheint im Corbinian Verlag. Und der Corbinian Verlag ist ein kleiner Berliner Verlag, zu dem ich, mit dem ich damals mein allererstes Buch gemacht habe, nämlich das Manifest gegen die emotionale Verkümmerung. Und ja, an die habe ich mein Herz verschenkt und dieses Buch empfehle ich auch von Herzen. Dankeschön. Lilith, hast du auch noch ein Buch für uns? Also, ich habe es leider nicht mit, aber ich empfehle neben dem Taubenleben, also wenn ihr damit fertig seid, empfehle ich euch von J.G. Ballard Crash. Das habe ich gerade vor 2 Tagen oder so fertig gelesen und bin völlig verblüfft, auch auf eine Art irgendwie verstört, aber sehr fasziniert vor allem. Da geht es eigentlich, also ich will nicht so viel sagen, aber es geht um Menschen, die sexuelles Begehren empfinden, wenn sie Autounfälle sehen. Und es ist eine sehr interessante Analyse eigentlich, von so einer, unserer modernen Gesellschaft und Technologie oder Konsumgesellschaft. Also wo die menschliche Psyche so weit verändert wird, dass sowas am Ende möglich ist, dass ich lieber eine Wunde penetriere als ein Geschlechtsteil oder so. Und es ist aber unglaublich poetisch kraftvoll und total interessant. Es gibt auch einen irren Film von Cronenberg, also Crash,
aus den 80ern, der sehr nah dran kommt an dieses Buch, aber nicht dahin, wo das Buch hinkommt. Also, das müsst ihr unbedingt kennen. Kronberg hat übrigens auch einen Thriller geschrieben über Kannibalismus. Vielleicht kennst du den noch nicht, den würde ich dir nachher noch empfehlen. Ich freue mich, dass ihr und sie eingeschaltet haben. In den Geistesblüten begreifen wir uns als literarische Typberatung. Die beiden waren nicht nur ohne Grund hier und schon gar nicht nur wegen des Vorstellens von Taubenleben in diesem kleinen Minüter, sondern weil wir natürlich mit euch eine Lesung machen wollen. Also sobald sich die Welt wieder richtig rumdreht, sehen wir uns hoffentlich in den Geistesblüten. Schalten Sie wieder ein oder kommen uns am Walter-Benjamin-Platz besuchen. Vielen Dank fürs Zuschauen.